Sehr gut. So, und dann Greenwash dich doch selber. Der wird euch gefallen. Das ist halt auch der echt mal ein fetter Rausschmeißer. Und zwar, worum geht es heute? Pass auf, wir haben ja normalerweise immer so, so Einzelbilder und heute haben wir was Konzeptionelles. So, und zwar, pass auf, es geht leider um wahrscheinlich viele, möglicherweise sind einige von euch befreundet damit, aber es geht um IKEA. Und IKEA selber sagt halt eben so, natürlich sind wir nachhaltig, ja, und wir sind positiv für Mensch und Planet, nicht nur neutral, nein, wir sind positiv und so weiter. Und die haben viel vor, die haben zum Beispiel vor, Ressourcen schon, das wollen wir bis 2030, ist unser Ziel, klimapositiv zu werden und wir wollen halt irgendwie unser Geschäft ausbauen und gleichzeitig den Planeten regenerieren und so weiter. Also ganz hehres, ganz hohes Versprechen. Weil bis 2030 ist ziemlich nah dran und klimaneutral ist schon sehr schwierig. Wir haben das in der Folge 6 gesehen mit Miriam Schärf, die Nachhaltigkeitsexpertin für Lieferketten, die dann eben zeigt, ein Unternehmen ist ja nicht nur ein Monolith, sondern greift nach vorne und nach hinten in die Lieferkette und hat natürlich auch dafür Verantwortung. Das heißt, klimaneutral zu sein ist schon eine Herausforderung, klimapositiv nochmal größer. Also von daher cool, ja, IKEA kriegt das bestimmt hin, weil die ja so grün sind und so ressourcenschonend und so. Oder schauen wir doch mal rein, was in diesem ganzen Versprechen so drin ist. Wer ist denn überhaupt IKEA? Also wer die letzten Jahrzehnte unter dem Stein gelebt hat. IKEA ist die größte Haushaltsmöbelmarke der Welt, hat über also fast 250.000 Mitarbeitende und ja, macht so im Jahr über 40 Milliarden. So, und tatsächlich Eigentümer ist halt nicht mehr der Kamerad selber, sondern ist eine, die Stiftung Stichting Inka Foundation in den Niederlanden. Wir haben also hier ein niederländisches Unternehmen mit schwedischen Wurzeln. Warum sind die da? Naja, weil Niederlande, in Europa gibt es teilweise unterschiedliche Steuerregionen mit unterschiedlichen Steuerregeln. Deswegen gibt es auch einen Steuerwettbewerb. Und dort in Niederlanden dürfen bestimmte Stiftungen halt wenig Steuern bezahlen und sind auch vor Übernahmen geschützt. Deswegen ist IKEA nämlich auch die größte oder mit einer weltgrößten gemeinnützigen Organisation der Welt. Ich dachte, es wäre die FIFA. Ja, macht nur nicht wirklich was Gemeinnütziges, sondern ist einfach nur, der hat den Legalstatus so und schützt eigentlich damit nur eigenes Investitionskapital. So, ne? Also dieses, wer sagt, IKEA ist halt irgendwie ein geiler Laden, weil die sind immer so kumpelig und reden mich mit du an und so weiter. Ja, genau. Und gleichzeitig bestehlen sie halt Gesellschaft um ihren gerechten Beitrag. Weil Steuern sind das, was die Gesellschaft aufrechterhalten. Und sie sind gern bereit, ihnen ein günstiges Möbelstück zu geben, aber den Gewinn möchten sie gern behalten und den nicht über Steuern in die Gesellschaft zurückgeben. Denn natürlich behalten die es bestimmt legal, aber dieses ganze Konstrukt, dass sie aus Schweden umziehen nach in die Niederlande und dann dort sich zur Stiftung machen, hat ja hauptsächlich den Grund, wenig Steuern zu zahlen. Und das bedeutet, ich möchte meine Verantwortung als Corporate Citizen nicht wahrnehmen. Und das muss man einfach auch sagen, dass eben Steuerehrlichkeit halt eben auch ein Teil von Nachhaltigkeit ist, weil das brauchen Staaten und Gesellschaften, um zu funktionieren. So, und jetzt aber gucken wir nochmal auf dieses Nachhaltigkeitsthema, ja seit 12 Jahren, eigentlich davor schon länger, also gerade auch früher haben wir viele in der DDR auch produziert und so weiter zu komischen Bedingungen, haben früher halt eben Holz gehabt, auch aus Quellen, wo man nicht so richtig wusste. In den letzten 12 Jahren halten sich aber hartnäckig immer noch andere Vorwürfe, dass zum Beispiel Holz aus illegalen Quellen kommt, darunter auch Naturschutzgebiete, darunter auch die wenigen noch Urwälder, die wir in Europa haben. So, und darunter halt eben auch aus Russland, aus der Ukraine und dann eben aus Regionen wie Java. Da kommt teilweise scheinbar Holz her. Dann werden teilweise Möbelstücke durch Subunternehmer hergestellt, die halt eben in Verbindung mit und teilweise halt eben scheinbar auch durch Zwangsarbeiter hergestellt werden. Also muss man sich vorstellen, dass Leute da quasi zur Arbeit gezwungen werden, um damit die Möbel zu machen, die du dir dann ins Haus stellst. Ne? Also talking about Nachhaltigkeit, positiv für Mensch und Planet. Und gleichzeitig verkaufen sie Produkte, deren Baumwolle scheinbar aus der Region Xinjiang kommt. Das ist genau das, wo diese Arbeitslager so, wo es ein bisschen so Vibes hat von Vernichtung durch Arbeit. Ne? Also 1,5 Millionen Menschen leben da in Konzentrationslagern und müssen Arbeit verrichten. Das ist halt eben dieses chinesische Unterdrückungsprogramm, was da läuft. Es ist immer schwierig, wenn Unternehmen dort halt irgendwie Produkte herstellen lassen. 2017 mussten sie eine Tierschutzauszeichnung zurückgeben, weil sie sich an Selbstverpflichtungen vom Tierwohl nicht gehalten haben. Und jedes Mal dann, wenn Umweltschützer und Dokumentarfilme sich das angucken, dann werden die massiv bedroht, so von natürlich Subunternehmern. IKEA bedroht dann niemanden. So. Das ist natürlich vollkommen klar. Hier, knütt my ass. So, ne? Also das Ding ist dieses
das wird natürlich immer abgestritten. So. Und da heißt es dann natürlich auch immer dieses, naja, also solange wir kein Staatsanwalt das hier betrieben, also solange die nicht verurteilt sind, sind die ja unschuldig und so. Und diesen Reflex, den kann man für Eigenpersonen haben und man sollte auch nicht in Vorverurteilung gehen. Und ich finde auch blödes Bashing doof. Aber das sind jetzt nur ein paar Auszüge, die ich einfach nur aus der Berichterstattung und von Wikipedia gezogen habe. Also man könnte wahrscheinlich sagen, wenn mehrfach fortgesetzt solche Anwürfe kommen, könnte vielleicht was da dran sein. Und der Umgang damit ist jetzt auch nicht wirklich so lückenlos, als dass man das irgendwie unterschreiben kann. Also dieses, werden Sie das bis 2030 schaffen? Ich glaube, Sie haben heute noch nicht mal Ihre Physicals so unter Kontrolle, überhaupt jetzt schon mal Ihre Produkte vernünftig herzustellen, dass Sie es wahrscheinlich in 6 Jahren noch nicht geschafft haben, das sogar dann besonders gut zu machen. So. Und das, was wir hier sehen, ist ja nur ein Beispiel, was viele Mega-Corporations natürlich haben in diesem ganzen Bereich. Und deswegen müssen wir immer ganz genau hinschauen, wenn sie sowas behaupten, was denn wirklich dahinter steht. Und das hier, wie gesagt, das ist ein paar Minuten gewesen, dann war die Folie fertig. Und es ist ja hier, Kurt 1 hat es ja schon im Chat gesagt, das ist ja eine lange Tradition von IKEA. Also ab 1969, und das ist tatsächlich sogar von IKEA selbst veröffentlicht und zugegeben worden, haben sie in der DDR Zwangsarbeiter eingesetzt, quasi in den DDR-Knast. Genau. Genau. Das nochmal ganz explizit, das ist also eine lange Tradition, die hier sozusagen einfach fortgesetzt wird. Also ja, aber das hat man ja schon lange vergessen und jetzt macht man aber irgendwie weiter, aber es ist nette Werbung, finde ich, also ein schönes Motiv. Der Kamprad hat auch lange Neonazis unterstützt und so, sich dann nachher so halbseiden dafür entschuldigt. Ich meine, mal viele Milliardäre, so, ne, das, also, das, da steckt einfach in diesem ganzen Image nach vorne, weißt du, Knütt und hier und kauf dir mal hier meinen billigen Lacktisch und so weiter, den ganzen Quatsch und so. Das ist ja alles irgendwie so nett und kuschelig und da kriegst du irgendwie auch günstig irgendwas zu essen und so. Das sind ja alles so Sachen, die so vordergründig da sind. Und wie gesagt, der Preis, den zahlt ein anderer, hatte Frau gefunden, sagt, genau, das ist halt eben ein Punkt dabei. Und wenn irgendeiner von denen behauptet, also mit dem Wort, den Scheck ausstellt, hier von wegen, ah, ich gehöre zu den Guten und ich werde es besonders toll machen, der muss ihn verdammt nochmal auch einlösen. Und hier sehen wir eben, dass sie es nicht tun und genau dafür sollten sie halt von links und rechts eine wegkriegen. Genau, und das Problem ist, man sieht es vielleicht tatsächlich im Hintergrund, das ist ein IKEA-Schrank, der Rechner steht hier auf dem IKEA-Tisch, ja, also man kann jetzt sagen, wieso machst du das und so weiter. Also A, es verschwindet ja, nachdem wir hier aufhören zu senden, sowieso schon wieder in der Versenkung, auch bei einem selbst. Und ich entziehe mich da gar nicht selber. Sondern das Problem ist ja, es ist mittlerweile, also wir haben A, dieses Problem, das wir ja vorhin schon beim Thema Schokolade haben. Also es ist entweder massiv teurer sozusagen. Das heißt, wir haben dieses Ungleichheitsproblem, was uns ja dazu mehr oder minder fast schon zwingt, in diesen Dimensionen irgendwie zu konsumieren. Natürlich könnte man jetzt sagen, wieso überhaupt so viel zu konsumieren. Was ich damit sagen will, wir leben halt in einem System, was an und für sich schon so ideologisch ist, dass du so dich anstrengen musst, dass in persönlichen Verhaltensänderungen, ich meine hier, Jens trinkt die ganze Zeit Cola und so, da könnte man auch sagen. Und das ist aber genau der Punkt, den wir hier machen wollen. Es wird mit individueller Verhaltensänderung alleine nicht funktionieren. Es ist zu es ist das komplette, die komplette Art und Weise, wie wir hier Dinge produzieren. Das ist letztlich der Schlüssel. Ich möchte nicht als Konsument permanent recherchieren, welche Verfehlung hat die und die Unternehmung gemacht und wo darf ich jetzt kaufen und nicht. Das wird mir ja schon so schwer genug gemacht. Also ja. Das kann nicht die Verantwortung letztlich sein. Methodologischer Individualismus ist halt eben ein der Kerntreiber des neoliberalen Projekts, dafür zu sorgen, halt irgendwie der Einzelne ist eigenverantwortlich, es gibt aber keine Gesellschaft und so weiter. Das soll eben dafür sorgen, dass man eben tatsächlich immer auf dieses Ding kommt, von wegen so, ja, du kannst ja selber und so, aber wir alle nicht und so. Das ist alles Blödsinn. Nein, nein, wir müssen uns, hier die Lösung heißt halt eben nicht dieses, ich habe gerade eben so lapidar gesagt, von wegen, man müsste die dafür verhauen und so. Das meine ich natürlich nicht echt. Was ich damit meine, ist halt eben, man muss halt eben, wenn die anfangen, im Diskursraum so aufzutreten, denen das genau entgegenschleudern. Man muss das dann eben, wenn sie versuchen, einen so dann irgendwie zu catchen, dann sich an solche Sachen erinnern. Man muss sich vielleicht vorher darüber so ein bisschen informieren und dann irgendwie sagen, so dieses, okay, wie ist jetzt mein Verhältnis dazu? Das kann man machen. Aber was die Veränderung bringt, ist, dass man sagt, wir müssen als Gesellschaft eine Diskussion darüber führen, was sind denn Arbeitsnormen und Standards in Lieferketten?
Dann kostet der ganze Scheiß vielleicht ein bisschen mehr, aber dafür hält so ein Schrank vielleicht auch ein Leben lang. So, ne? Also wir müssen dazu übergehen, dass man sagt, dieses Nein, es darf keinen Holzeinschlag da geben. Absolut nicht. Du brauchst eine Nachweispflicht wie bei Tropenholz, fertig. Und schon ist das Thema durch. Ja. Weil das Ding, warum sie so viel Geld verdienen, hängt ja auch damit zusammen, nicht weil die Möbelstücke so günstig sind, die inzwischen auch gar nicht mehr so günstig sind, sondern weil sie halt eben dann ganz gewaltige Marge haben, die sie halt eben behalten. So, und irgendwo wird es dann ja reinschneiden, wenn das Grundgerüst halt eben teurer ist. Neben dem, dass wir, wenn wir über Holz reden, ja auch immer über Kohlenstoffsenken reden, also auch immer das Nachhaltigkeitsthema haben, plus Arbeitsrechte und so weiter. Man könnte auch einfach sagen, dieses Jahr, wenn du nicht nachweisen kannst, unter welchen Umständen die Leute da arbeiten, dann kannst du da eben nicht produzieren oder nicht einführen. Das kann man ja alles machen, das ist ja alles auch nichts Ungewöhnliches. Wir müssen halt nur irgendwie uns Gesellschaft uns auf bestimmte Grundnormen einigen und sagen, das ist das, was wir wollen und was wir nicht wollen. Das ist das Einzige, was wir sagen. So, ne? Und dann ja, fallen Sachen an Platz. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das wirklich ernsthaft macht, und da verstehe ich dann schon die Panik und die Angst, da würde zumindest im globalen Norden alles erstmal komplett zusammenbrechen. Aber was einem vor Augen geführt werden muss, ist, dass der globale Süden jetzt schon unter katastrophalen Umständen und so weiter lebt. Ich verstehe sozusagen auch die Panik, die damit einhergeht, weil wir ja komplett verlernt haben, ethisch zu produzieren, weil es auch gar nicht mehr strukturell wirklich möglich ist, auch im Preiswettbewerb und so weiter, weil ja genau das ist ja diese Logik. Der Preis muss zwanghaft nach unten gehen und zwar permanent, weil ich brauche ja unendliches Wachstum und so weiter und so fort. Ja, es ist ja kein Wunder, wenn die Systemlogiken so angelegt sind, dass wir diese hier im Ding, war schon im Chat die richtige Begrifflichkeit, emergente Strukturen. Also das heißt, ich habe letztlich Rahmenbedingungen, die emergieren ein solches Verhalten, die emergieren solche Unternehmensverhaltensweisen. Ja. Weil sie nicht anders, weil sie sozusagen unter dem Diktat stehen, zu wachsen, Profit zu machen, und das geht halt nicht unendlich, und dann fängt man an, die Schrauben zu stellen, indem man sozusagen die Löhne runter macht, dass man outsourced, dass man Natur ausbeutet und so weiter und so fort. Das muss man sich einfach nochmal ein bisschen vor Augen führen und sich dann überlegen, okay, was müssten wir funktionslogisch verändern? Und dann können wir uns immer noch darüber unterhalten, wie wir das am Ende nennen, weil es bringt jetzt auch nicht zu sagen, Kapitalismus abschaffen, dann kommt die nächste Frage. Ja, und was soll dann kommen? Ja, Kommunismus oder was? Bullshit, darauf gar nicht einlassen, sondern sagen, was sind die konkreten Probleme dieses Systems? Was muss man gesetzlich etc. verändern? Und was dann dabei rauskommt? Name it as you want. Das es geht doch um das. Die ganze Zeit labern Leute von pragmatischer Politik, von Realpolitik. Die gilt es hier ganz pragmatisch zu verändern. Ganz genau. Mit kleinen und großen Gesetzen. Und was, wie das dann heißt und keine Ahnung. Sehr gut. Auf jeden Fall, da haben wir ein schönes Beispiel für Greenwash, was jetzt halt irgendwie doch sehr komplex ist mit all diesen ganzen Zusatzinformationen. Und komplex ist auch jetzt der Ausstieg aus oder der Einstieg hier in die Abmod. Nämlich beim nächsten Mal haben wir einen Gast, den Konsti. Patrick, wer ist das denn? Und was Konstantin ist ein alter Kollege und Freund von mir. Der ein oder andere, der schon mal früher von mir auch Livestreams gesehen hat, der war auch schon mal zu Gast zu ganz anderen Themen, nämlich Krisengebiete. Also damals zum Thema Ukraine, als der Ukraine-Krieg tatsächlich noch nicht wieder heiß war. Also vergessen ja auch immer, dass 2014 das erste Mal die Krim besetzt wurde. Also es ist nicht das erste Mal, dass da Krieg ist. Und da hatte Konstantin damals darüber berichtet. Er hatte auch damals Bilder mitgebracht von Moria, dem Flüchtlingslager, wo er auch selber vor Ort war. Das heißt, Konstantin ist Journalist, Autor, Regisseur von Dokumentarfilmen. Er ist Anchorman und Krisenreporter und Kriegsreporter bei dem Funkformat Crisis auf YouTube. Und dort gibt es auch eine Episode, über die wir wahrscheinlich auch verstärkt sprechen. Vielleicht bringt er auch ein bisschen Bonusmaterial mit. Und zwar war er in Kenia. Und es gibt da noch so eine persönliche Geschichte zwischen Konstantin und mir, weil ich, als ich sozusagen mich schon ein bisschen tiefer mit der ganzen Thematik hier befasst habe und gesehen habe, was für ein Wahnsinn wir hier gerade reinlaufen, hatte ich mit ihm nämlich auch mal so parallel eine Diskussion, wo er gesagt hat, ja, also diese apokalyptischen Voraussagungen und so weiter, das ist ja völlig übertrieben, man muss da auch mal wirklich den Ball flach halten.
So, und dann war er halt in Kenia. Und guckt euch das vielleicht vorab schon an oder wie auch immer. Wir werden auch ausgiebig darüber sprechen, wo er selber in dem Beitrag sagt, ich bin hier mitten in einem apokalyptischen Gebiet, weil er ist sozusagen in den sogenannten fast schon Todeszonen, von der immer die Rede ist, also Kenia-Gebiete, wo eben noch Bauern eigentlich ihr Einkommen verdienen konnten und die jetzt dazu gezwungen sind, eben das Land zu verlassen, weil die Klimakatastrophe so reingeschallert hat, dass der Lebensgrundraum dieser Leute nicht mehr existent ist. Und da hat er eben Bilder eingefangen, hat mit Leuten vor Ort gesprochen, hat sich die Situation angeguckt. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal gut drauf sein wollt, schaltet wieder ein. Das ist von der Sache, ich finde das richtig, richtig toll und freue mich super darauf, weil diese persönliche Reise eines jeden Einzelnen, jeder hat die auf seine eigene Art gemacht, also außerhalb vom Thema rein ins Thema und dann wirst du ja auch irgendwie, beschäftigst dich damit und so, bei einem geht das schneller, langsamer, später, wie auch immer und so, und aber diese persönliche Lebensreise da drin, wie sich dieser Fokus verschoben hat, finde ich irre spannend und auch die Bilder, die da kommen und auch was er da gesehen hat, diesen Erlebnisbericht und auch die innere und die äußere Reise und so weiter, das ist, finde ich, ist toll, dass er uns daran teilhaben lässt und ich freue mich total darauf. Ich glaube, das wird richtig spannend, weil es dann eben auch darum geht, so ein bisschen auch vielleicht so ein bisschen auch schon in die Zukunft zu schauen. Genau, und ich bin auch gespannt, ob er sozusagen, also was so heute seine Einstellung diesbezüglich ist und ja, ich freue mich sehr drauf, ihn auch wiederzusehen, zu sprechen. Und das wird passieren am 21.03. 20 Uhr. So. Genau. Sehr schön. Ja, da haben wir heute ja wieder mal richtig was abgefeiert hier. Das war auch wirklich wichtig. Es ist halt in letzter Zeit, ihr werdet das bemerken und ihr werdet das auch sehen, das wird jetzt mehr werden. Es wird viel mehr auch diesen Nachrichten- und Politikdiskurs bestimmen und es wird auch viel mehr crazy sein. Wir haben ja extra Zeit genommen, heute diese Craziness darzustellen. Das wird jetzt häufiger kommen und wir haben das als wichtig empfunden, darüber jetzt mehr zu sprechen. Genau. Und wenn ihr Jens wiedersehen wollt, noch schneller, dann nächsten Montag ist das, glaube ich. Ne? Genau, bin ich beim Wirtschaftsbriefing von Jung und Naiv, wo ich regelmäßig bin und da eben so Klimasachen und eben Klimawirtschaft und bin ja selber auch Ökonom von zu Hause aus, eben so ein bisschen einordnet mit Maurice Höfgen. Also er hauptsächlich, ich bin nur der Gast und darf so Sachen sagen und so. Und danach dann ja schon ist das dann hier die nächste Sendung und der Woche drauf dann. So sieht's aus. Und wir wünschen euch trotz allem, trotz dieser Schwere, und mir platzt auch schier der Kopf, ich konnte mich zumindest noch mal gegen Ende der Sendung ein bisschen abreagieren. Ja, das konnte mich entladen. Also ich habe mich erst mit Fraukes Input aufgeladen, wo ich dachte, Alter, also jetzt wirklich, ich bin kurz davor, wirklich zu heulen. Und dann ist es nochmal so aus mich raus, die ganze Wut und so weiter. Und das ist halt wirklich das Ding. Und das gilt es irgendwie auch sinnvoll, wirklich sinnvoll zu kanalisieren, indem man eben immer wieder Aufklärungsarbeit macht, indem wir bei nächstbester Gelegenheit wieder Flagge zeigen, auf die Straße gehen, Protest machen, Protest unterstützen, also zivilgesellschaftlich aktiv sind, von mir aus auch diese Schokolade kaufen. Alles, was irgendwie geht, macht das bitte. Also jeder Mini-Beitrag zählt. Ja, liked, kommentiert, verteilt dieses Format, zeigt es Leuten, die sie noch nicht sehen, noch nicht kennen. Es lebt davon, dass wir halt möglichst viele Leute erreichen, damit sie sich anschließen und an dieser positiven Entwicklung mitarbeiten. Das ist genau der Grund hierfür. Exakt. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Macht's gut. Schlaft schön. Bis bald. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao.